Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, wir sind ein kleines bisschen zu spät, bitten das aber zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer mittwochs ganz frei und ganz offen für eure Themen. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist 26 Jahre alt und heißt Svenja. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Svenja. Hallo. Um was geht's bei dir, Svenja? Bei mir geht's um Doppelleben. Doppelleben? Ja, und zwar bin ich im normalen Leben eigentlich, sage ich mal, liiert und führe ein ganz normales Leben und bin aber nebenbei noch Prostituierte. Mhm. Du hast einen Freund? Ja. Wie lange hast du den Freund schon? Ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Und wie lange arbeitest du als Prostituierte schon? Zweieinhalb Jahre ungefähr. Und dein Freund weiß davon nichts? Nee, der weiß davon nichts. Weiß das sonst jemand so aus deinem privaten Umfeld? Ja, das weiß meine Mama und mein bester Freund weiß auch. Mhm. Aber ansonsten weiß es eigentlich keiner. Wo und wie arbeitest du als Prostituierte? Also ich mache Haus- und Hotelbesuche. Mach halt Annoncen und fahre dann halt zu denjenigen Kunden hin. Ja, so im Radius deiner Umgebung, ein gewisser Radius. Ja, genau. Ja. Wo hast du deinen Freund kennengelernt? Den habe ich privat kennengelernt. Ich hatte davor auch schon mal einen, den habe ich dann über den Job kennengelernt. Mhm. Der wusste dann auch Bescheid, aber der, mit dem ich jetzt zusammen bin, den habe ich also privat kennengelernt. Mhm. Stelle ich mir sehr belastend vor, wenn man ja, komischerweise ist es irgendwie so zwiegespalten. Also wie gesagt, Doppelleben. Also ich bin halt zwei Identitäten, kann man sagen. Mhm. Ja schon, aber du musst ja deinem Freund gegenüber einfach viele Sachen erfinden, erlügen und genau. Viel lügen, ja. Wie oft arbeitest du? Ungefähr, ja, so dreimal die Woche ungefähr. Dreimal die Woche. Und was spielst du deinem Freund vor, was du beruflich machst? Nee, der denkt, ich mach gar nichts. Ach so. Aber da geht es dir finanziell auch wahrscheinlich ganz gut. Mhm. Merkt er das nicht, dass du Kohle hast? Und wundert ihn das nicht, obwohl du nichts arbeitest? Ja, doch schon, aber der denkt halt auch vielleicht, dass meine Eltern irgendwie Geld haben. Und ja. Mein Lebensstandard ist eigentlich jetzt nicht so überragend, dass man jetzt irgendwie das sofort merken würde. Also du lebst nicht ins Aus und Raus mit dem schicken Cabrio vor der Tür und... Nee. Oder doch? Ja, zögerst du ein bisschen? Ja, also ich weiß nicht. Ja, so ein bisschen halt. Ich habe schon das ein oder andere teure, so, aber ich bin jetzt nicht so extrem, dass ich dauernd in Urlaub fahre oder dauernd irgendwie feiern gehe. Ich bin viel zu Hause. Wenn du dreimal in der Woche arbeitest, wenn ich fragen darf, wie viel Kohle kommt da so in der Regel im Monat rum? Ja, so 3.000 bis 4.000 schon. Netto? Boah. Naja, netto, ich zahle ja keine Steuern. Das ist natürlich eine ganze Menge Geld. Ja, manchmal sind es auch 2, 3, je nachdem, wie viel ich halt mache. Ich mache das auch nicht die ganze Zeit, ich mache manchmal Wochen auch gar nichts, ne, muss man dazu sagen. Wie bist du in dieses Milieu, in diesen Bereich hineingekommen? Ich habe als es mir finanziell ziemlich schlecht ging, habe ich jemanden kennengelernt, der in dem Milieu war. Mhm. Und da bin ich dann mehr oder weniger so, sag ich mal, reingerutscht. Mhm. Hat dir das am Anfang schwer gefallen oder konntest du es gleich so trennen von deiner Person? Nee, am Anfang war es ganz schwer. Also da ging es nur mit Alkohol oder so, ne? Und heute? Auch heute ist es normal. Ist es normal? Also du kannst das, ist es für dich ein Job? Ja, ich fahre dahin, quatsch da ein bisschen, das ist eigentlich alles so ganz, also es ist nicht belastend für mich, was mich eigentlich selber wundert. Ja. Ja, aber das Problem ist der Freund, finde ich. Du bist in den verliebt, gehe ich mal von aus, sonst wärst du nicht mit dem zusammen. Ja, verliebt, also mit den Gefühlen ist es alles schon so ein bisschen schwierig geworden, das muss ich schon sagen. Aber das heißt, da hat der Job doch seine Auswirkungen.
Ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Ist das so, dass du dich nicht so mehr verlieben kannst wie früher, als du nicht in diesem Bereich gearbeitet hast? Ja, das ist nicht mehr so, das stimmt. Ja. Das ist natürlich eine schlimme Auswirkung, finde ich. Mhm. Also ist auch das Gefühl nicht mehr so da, wenn man jetzt, sage ich mal, privat irgendwie Sex hat. Ne? Mhm. Das ist... Schläfst du nicht gerne mit deinem Freund? Nee. Weil? Weil, ja, ich weiß nicht, weil ich es ja die ganze Zeit mache. Mhm. Mhm. Und das ist irgendwie so das Gleiche. Ja, das ist so eine Thematik, die mich immer interessiert bei Mädels, die so im Milieu arbeiten. Manche haben mir schon erzählt, dass sie das völlig voneinander trennen können und dass sie die Sexualität mit ihren Partnern genießen. Mhm. Und einige, so wie du mir das gerade erzählt hast, sagen, dass sie im Prinzip ja den ganzen Tag oder ganz oft das machen und dann auch keinen Bock mehr haben, privat nochmal die gleiche Aktion abzuziehen. Ja, das ist irgendwie so ganz komisch. Ich denke mir halt, ja, warum soll ich das denn jetzt also ohne Geld machen irgendwie, mhm. ne? Das ist also im Kopf dann schon so drin, dass es ja irgendwie aber, dann so eine Dienstleistung sein muss. Aber dann, das ist schon ziemlich degeneriert, finde ich. Ja, das stimmt. Das finde ich schon. Ich finde, wenn das solche Einflüsse, nicht nur auf die Sexualität, sondern auch wenn du gar nicht richtig sagen kannst, ich bin verliebt, ich bin richtig so, wie man das kennt, dass man wirklich mit Haut und Haaren Sternchen sieht und völlig auf der siebten Wolke schwebt, dass das schon nicht mehr geht aufgrund des Berufes, des Jobs, finde ich das heftig. Finde ich das ein Warnsignal. Ja, weil das einfach auch abstumpft. Ja, genau. Und das ist negativ. Also man stumpft ab. Man wird in gewisser Art und Weise irgendwie auch verdorben durch das. Und letztendlich ist das ja kein Modell. Das ist ja kein Lebensmodell, was du da fährst. Du kannst nicht mit einem Mann zusammen sein, mit dem du eigentlich ein gutes Verhältnis hast und haben möchtest. Ja, das kann man schon sagen. Ja, das geht ja nicht auf Dauer. Du lebst ja in einer Dauerlüge. Und wenn dieser Mann erfährt, dass du ihn so belogen hast, ist natürlich... wahnsinnig was los, wahrscheinlich, ja. Ja. Das heißt, ja, deswegen, ich habe ja kein Problem damit, aber er halt mit Sicherheit schon, deswegen, ja, weiß ich nicht, würde ich es jetzt nicht sagen, oder ich wüsste jetzt nicht wie, oder ich hätte letztendlich, Angst, also ich kann da nicht alleine sein, ne? Ja, aber letztendlich musst du dir, also wenn du weiter in diesem Bereich arbeiten willst, müsstest du dir so zur Auflage machen, wenn ich einen Typ privat kennenlerne, muss ich dem gleich reinen Wein einschenken. Damit du gar nicht in so eine Bredouille kommst, Bredouille gerätst, in die du jetzt geraten bist. In der steckst du drin. Mhm. Letztendlich musst du dem sagen, was los ist. Ja, aber der läuft doch dann weg. Das weiß ich ja nicht. Vielleicht, du kannst ihm das ja vielleicht erklären. Ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar, dass man das nicht so gerne erzählt. Oder dass man da als Frau das auch nicht so gerne erzählt. Wenn er dich wirklich, wenn der wirklich dich liebt, schon, wenn er das so sagen kann nach einem... Ich glaube eher schon, ja. Ja, vielleicht findet sich da ein Weg. Aber ich finde, dass du mir das sagen musst. Hm. Du hast ein reineres Leben, ein reineres Gewissen. Puh. Ja. So, und darüber hinaus finde ich weiß ja nicht, wie deine Lebensplanungen sind. Ich finde, das ist ein Warnsignal, wenn du sagst zu mir, man stumpft ab. Man stumpft. Ja, ich glaube, jeder, der sagt, dass das nicht so ist, der lügt oder belügt sich selber, weil das ist ganz klar, okay, dass es automatisch so passiert. Oh, da musst du dir überlegen, ist es das wert, dass deine Psyche, deine Seele abstumpft und du vielleicht, wenn du es noch 5, 6, 7, 8 Jahre machst, ziemlich am Ende bist innerlich? Ist es das wert? Gut, du hast viel Geld, aber das Geld wiegt es nicht auf. Was hast du? Hast du irgendeinen Beruf gelernt? Nee, ich habe keinen Beruf gelernt. Ich habe Schule gemacht und dann habe ich keinen Beruf gelernt. Warum? Damals? Ich war nie so richtig ehrgeizig genug, um irgendwas zu machen. Ich habe immer so vor mich hingelebt und habe immer gedacht, ah ja, irgendwie ein weißer... Dann bedient das, was du jetzt gerade machst, bedient deine Trägheit auch. Ja, ne? Weil du einfach sagst, okay, ich muss gar nicht viel machen, ich gehe da hin und spule das Programm ab und gut ist. Ja, genau, sitze zu Hause, mache hier ein bisschen Telefon, irgendwie ein bisschen, und dann fahre ich da hin und dann ist der Tag gelaufen und dann ist es wieder gut. Ne? Ich meine, ich sag, du, was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe Abitur. Abitur hast du sogar? So, Mensch, Senja, du bist 26 Jahre alt, da steht ja noch die ganze Welt, alle Türen stehen dir noch auf. Ja, da musst du dich nur auf deinen Hintern setzen. Ja, wenn das mal so einfach wäre, wenn man da erstmal ran, so, natürlich. Wenn man da erst... Ja, gut, ganz einfach ist es nicht, aber das ist nun mal so. Und es gibt viele andere Mädels, die das auch geschafft haben. Du kannst studieren, du kannst noch eine Ausbildung machen, also da ist ja eine ganze Menge möglich.
Ja, du meinst, ich muss das sagen. Wie? Du meinst, ich muss das sagen. Ja. Also das finde ich auf jeden Fall, das habe ich ja gerade schon abschließend gesagt. Ich finde, du musst dem das sagen. Vielleicht bringt das auch ganz neuen Schwung in dein Leben rein, wie sich alles weiterentwickelt. So, und wie du es mir gerade geschildert hast, finde ich, dass du einen Strich drunter machen solltest unter diesen Job, über kurz oder lang. Und überlegen solltest, dass du vielleicht ein Studium beginnst. Vielleicht irgendwas, was dich interessiert. Was interessiert dich denn? Ja, das ist, ja, nichts. Ja, ich war, ja. Bestimmt irgendwas. Ja, mit Sicherheit, aber das ist irgendwie so ausgeblendet, weil man weiß halt, ja, man muss heute eigentlich nur irgendwie, weiß ich nicht, das machen und dann ist man für die nächsten paar Monate oder im Prinzip für die nächsten Jahre abgesichert. Ich sag dir, Svenja, das rächt sich irgendwann. Das ist im Moment alles bequem. Aber es, wie gesagt, du bist erst 26. Es werden irgendwann Jahre kommen, wo das nicht mehr so bequem ist und wo das alles auf dich zurückschlägt. Und dann hast du die Chance nicht mehr, vielleicht so einfach irgendwie noch in einen ganz anderen Bereich einzusteigen. Und du hast ja eine Top-Voraussetzung mit deinem Abitur. Ja, das stimmt. Das ist doch super. Mein Gott, wie viel... Das ist viel natürlich schon eine Weile her, ne, muss ich ja sagen. Ja, nur, okay, aber du hast die Berechtigung für ein Hochschulstudium. Das stimmt, ja. Ja, so, das ist ja schon aber mal dann, was. Aber dann, wenn ich fertig bin, bin ich dann irgendwie Mitte 30 oder Anfang 30. Ja, egal. Dann hast du einen anderen Lebensweg, bist du einen anderen Lebensweg gegangen und hast aber auch eine irre Menge Erfahrungen gesammelt, die vielleicht, ich weiß nicht, in welchem Beruf eventuell du gehen würdest, vielleicht auch da wiederum von Nutzen ist. Also, ich sag dir das jetzt nur mal so, als Fremder und Außenstehender, vielleicht auch relativ objektiver Beobachter. Ja, das stimmt wohl. Aber jetzt halt die Frage, ob man da überhaupt mal von wegkommt, wenn man halt mal mehr oder weniger so leicht Geld verdient hat, das ist was eigentlich gar nicht so leicht ja ist. Nee, das ist eine Frage des Willens. Das ist eine Frage des Willens. Und wenn du das willst, schaffst du das. So einfach ist es, wenn du willst. Dass es nicht einfach ist, ist völlig klar. Und dass es tausend Ecken und Kanten und Komplikationen geben wird, ist auch klar. Aber irgendwann wirst du es geschafft haben und dann wirst du sau stolz auf dich sein. Ja, gibt es denn eigentlich viele so, die das schaffen? Oder passt wahrscheinlich auch nicht. Nee, das weiß ich nicht. Ich höre nur immer wieder, dass Mädels aussteigen und auch wieder in Berufe gehen. Ja, natürlich, ja klar. Ja. Und dann komplett damit aufgehört haben? Ja, nicht mehr genau. Wer anruft, da schwach werden oder so? Ja. Nee, die komplett aufgehört haben. Komplett aufgehört haben. Hatte ich schon eine ganze Menge hier. Nee, das funktioniert. Also was dein Freund anbelangt, habe ich dir meine Meinung gesagt. Ja. Jetzt würde ich dir gerne noch gleich nochmal ganz kurz meine Psychologin geben, um dir noch eine Information rüber zu reichen. Ich glaube, es gibt so eine Hilfsgruppe für Aussteiger, Mädels aus der Prostituierten-Szene. Okay. Können wir dir ja mal geben. Du musst es selbst für dich entscheiden, ob du das dann machen willst oder nicht. Aber geben können wir es dir ja mal. Ja, okay. Ja? Danke dir. So, Svenja, das wär's dann. Und ich hoffe... Alles klar, dann vielen Dank für deinen Rat. Alles Gute. Du legst auf, wir rufen gleich zurück. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. Meine Lieben, 0800 220 5050 und herzlich willkommen, Melanie. Ja, hallo. Melanie ist 32. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Melanie. Was ist dein Thema? Ja, mein Problem ist, ich habe Angst zu sterben. Bist du krank? Ja, ich habe Krebs. Was für einen Krebs hast du? Ich habe seit 4 Jahren immer wieder Probleme mit Unterleibskrebs. Mhm. Und wurde auch schon mehrfach operiert. Mhm. Und die letzte schwere OP, die war vor 3 Jahren. Da hat man mir die komplette Gebärmutter alles rausgenommen. Mhm. Und jetzt am vergangenen Freitag wurde ich operiert. Da wurde mir auch ein Geschwür rausgenommen. Und sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche oder in 2 Wochen werden mir die Eierstöcke rausgenommen. Hat der Krebs denn weiter im Körper schon gestreut? Also bei der Gebärmutter damals war es so, also ich hatte davor ein paar OPs und da wurde immer im Umkreis von ein paar Zentimetern rausgeschnitten. Mhm. Und bei der Gebärmutter ging das nicht mehr, weil da haben sich Metastasen gebildet. Mhm. Und die musste ganz rausgenommen werden mit anschließender Chemo. Und das Geschwür, was sie rausgenommen haben, das war auch bösartig. Gibt es denn Metastasen in anderen Organen auch? Bis jetzt noch nicht. Mhm. Also da habe ich eigentlich immer Glück gehabt, aber dadurch, dass meine Familie auch vorbelastet ist und die Krankheit ja nun mal vererbbar ist, also
kann nicht überall auftreten, ja, sagt mein Arzt. Steht jetzt nochmal eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie bevor? Ja. Ja. Du bist 32 Jahre erst alt. Ja. Vor 4 Jahren fing es an. Ja. Das heißt, die ganzen letzten 4 Jahre hast du dich mit dieser schweren Krankheit und der Angst herumgeschlagen. Ja, genau. Bist du allein oder hast du einen Partner? Nein, ich habe einen Partner. Du hast einen Partner? Ja. Wie lange schon? 3 Jahre. 3 Jahre, das heißt, der hat dich kennengelernt, als du schon erkrankt warst. Genau. Wie geht dein Partner mit der Erkrankung und auch der Angst um? Eigentlich gut, muss ich sagen, weil ich habe davor, war ich verheiratet und hatte vor 4 Jahren, habe ich mich von meinem Mann getrennt und die Scheidung eingereicht, weil mein Mann hat mich damals betrogen durch diese Krankheit, kam es auch nicht mehr zum Geschlechtsverkehr und ja, halt dadurch, dass ich bettlägerig war, ich konnte nichts mehr unternehmen, gar nichts mehr, hat er sich dann eine andere Frau gesucht. Ne? Und so, mein jetziger Partner, der sagt, egal was kommt, Melanie, auch wenn du im Rollstuhl sitzt, oder ja, ich bleib bei dir, ich brauche keine Angst, weil ich habe auch diese Verlustängste dann. Ne? Was ja sicherlich in der ernsten Situation für dich sehr, sehr toll ist, ne? Dass du einen liebenden Partner an der Seite hast. Ja, stimmt. Wie sind denn, du sagst, du hast Angst zu sterben. Ja. Wie sind denn die Prognosen deiner Ärzte? Sagen die, dass es nicht gut aussieht oder geben die dir Hoffnung? Ich sage immer so, mein Arzt, so, der sagt immer, ja, man kann viel machen. Also wie damals bei der Gebärmutter auch. Da wurde die Gebärmutter rausgeschnitten, Chemo, dann hatte ich auch eine ganze Zeit lang Ruhe. Mhm. Aber auftreten kann es immer wieder. Ne? Mhm. Und man muss ja, wenn man vorbelastet ist, alle 3 Monate zum Abstrich auch, ob alles in Ordnung ist. Und ich meine, solange ich das rechtzeitig einhalte, so kann mir eigentlich nicht viel passieren. Aber ich kann natürlich auch das Pech haben, dass in den 3 Monaten dass der Krebs irgendwo an jetzt ausbricht und sich so schnell Metastasen bilden, dass man irgendwann gar nichts mehr machen kann. Also verstehe. So redet er dann auch mit mir. Ne? Aber das hört sich ja schon auch hoffnungsvoll an. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine Situation, dass du sagst, man hat dir durch die Blume gesagt, dass du im nächsten halben Jahr sterben musst oder so. Nein, so nicht. Das nicht. Das heißt, du bist belastet mit einer sehr schweren Erkrankung, die wie so ein Damoklesschwert über dir hängt. Ja. Aber wenn du dich an die Regeln hältst, hast du vielleicht ganz gute Chancen, doch lange leben zu können. Doch, eigentlich schon, ja. Dennoch ist die Angst da und das Thema im Kopf. Ja. Was macht deine Angst vor dem Sterben so aus? Ich weiß nicht, irgendwo verliert man dann auch so ein bisschen den Lebensmut, ne? Ich meine, ich habe einen Sohn so, der... Ach, du hast ein Kind auch? Ja, der weiß so, was seine Mutter hat, also welche Krankheit und was die Krankheit bedeutet, so, da haben wir auch drüber gesprochen. Aber ja, so mir fehlt im Moment der Lebensmut, immer wenn die Krankheit wieder ausbricht. Ist das immer ein Rückschlag? Genau. Seelischer Rückschlag. Ja, dann denke ich mir immer, warum ich? Ne? Weil ich sag mal, hat auch viel mit der Vorgeschichte dann zu tun. Ne? Ich sag mal, ich hatte damals ein Drogenproblem vor 10 Jahren. Das habe ich geschafft, so, ich meine jetzt... Was für Drogen hast du genommen? Ich habe Heroin genommen. Und das hast du geschafft, alleine rauszukommen? Ja, weil das heißt alleine, ich habe jetzt keine Therapie gemacht, okay, aber du hast mit Drogenberatern... Du hast es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Was eine tolle Leistung ist. Ja, das stimmt. Das heißt, da ist schon auch eine Kraft und ein Willen in dir. Doch, das ja. Wie alt ist dein Kind? 9 Jahre. 9 Jahre, Und ihr lebt auch zusammen, alle? Ja. So ist ja eigentlich auch alles perfekt. Aber wie gesagt, so, ich erinnere mich dann immer wieder zurück, damals meine Scheidung. Damals hat eine Vergewaltigung stattgefunden, ich habe ein Kind verloren. Und wenn die Krankheit ausbricht, dann kommt alles in einen hoch. Und dann denkt man sich, warum du? Warum? Ich will jetzt nicht sagen, warum man nicht jemand anders? Mhm. Man gönnt das ja keinem. Mhm. Aber warum passiert dir das immer? Warum hast du mal nicht einmal Ruhe und das Kapitel hat jetzt irgendwo ein Ende?
Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Dass jeder dann auch mal in einer Phase wäre, in deiner Situation, dass er genauso denkt. Ja. Ist deine Angst vor dem Sterben größer oder vor dem Tod? Ich glaube eher vor dem Sterben, weil man nicht weiß, wie. Aber Melanie, lass uns gar nicht so viel über das Thema Sterben und Tod sprechen. Was du mir jetzt gerade erzählt hast, da sind viele gute Sachen dabei, finde ich. Ja. Verdammt viele gute Sachen. Du hast einmal eine riesengroße Lebenskrise gemeistert. Du hast ein Kind, das du liebst. Du hast einen Mann, der dich liebt. Und die Situation, was die Krankheit anbelangt, ist im Moment nicht hoffnungslos. So kann ich sagen, ne? Ja. Das heißt, eigentlich brauchtest du so ein bisschen Beistand, Hilfe, psychologisch, vielleicht auch psychiatrisch, vielleicht auch mit Medikamenten ein wenig, dass du so ein bisschen mehr in eine gute Stimmung gerätst. Du bist in keiner Behandlung psychologisch, psychiatrisch. Vor 3 Jahren war ich in Behandlung, wo ich die schwere OP hatte, weil ich dann Depressionen, alles hatte. Ich wollte auch vor 3 Jahren irgendwo gar nicht weiterleben. Ja, aber dann hat sich der Platz auch geändert. Ein neuer Partner kennengelernt, der zu mir gehalten hat. Aber obwohl das jetzt alles da ist, so. Hängst du trotzdem seelisch so durch? Genau. So, und da fände ich, glaube ich, ist das sehr, sehr hilfreich, wenn du, ich glaube, eine gute psychiatrische Behandlung bekämst. Ja. Jemand, der dich vielleicht auch ein bisschen, es gibt ja sehr gute Medikamente mittlerweile, die auch nicht, die nicht abhängig machen, dass man gerade in so einer ernsten Situation, in der du steckst, dass du ja begleitend behandelt wirst, sagen wir es so. Ja. Denn das wissen wir alle und das lesen wir alle, das trifft wahrscheinlich auf jede Krankheit zu, bei Krebs besonders, dass natürlich die Psyche und die Seele eine große Rolle spielt. Ja, das stimmt. Wenn man da recht stark ist, schafft der Körper auch mehr. Wenn man da schwach ist, dann ist das nicht gut für die Entwicklung der Krankheit. Ja. Ich würde dir gerne jetzt noch ein Gespräch mit der Anja, meiner Psychologin, anbieten, die dir da so einige Details noch erklären könnte. Ja. Vielleicht hilft es dir auch einfach, wenn du so durchhängst. Ich meine, das kennt ja jeder von uns, wenn man in schlechter Stimmung ist. Und da ist es immer falsch, wenn man die traurigen und schlimmen Sachen des Lebens abruft, die früher passiert sind. Ja. Es ist immer gut, wenn man sich auf das Gute in der Gegenwart konzentriert. Ja, aber ist manchmal nicht so leicht. Ist nicht so leicht. Aber man kann sich natürlich auch so fallen lassen in das Schlechte der Vergangenheit. Und man kann auch ein bisschen dagegen ansteuern. Vielleicht versuchst du das, vielleicht schaffst du das ja auch ein bisschen. Ja. Ich meine, du brauchst ja nur dein Kind angucken oder deinen Partner angucken und schon bist du im Hier und Jetzt und in einer positiven Zone deines Lebens. Ja, stimmt. Also, liebe Melanie, wir würden dir gerne jetzt noch eine Beratung geben. Ja. Natürlich wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du deine Krankheit besiegst. Dass du die Stärke auch hast, dagegen vorzugehen. Ja. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Alles Gute und wir melden uns gleich bei dir. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, Themenhinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, also das Thema morgen wird heißen, Doppelpunkt. Morgen ist ein besonderer Tag. Jetzt frage ich euch, steht für euch, also von der heutigen Warte aus gesehen, übermorgen eine besondere Entscheidung an, ein einschneidendes Ereignis, zum Beispiel eine Operation, eine Gerichtsverhandlung, eine Verabredung. Morgen ist ein besonderer Tag, das ist unser Thema morgen. Also ich frage euch, ob von der heutigen Warte aus formuliert, ob übermorgen für euch ein besonderer Tag ist. Und wenn ihr gerne mit mir dann über den nächsten Tag, über übermorgen sprechen wollt, dann meldet euch am besten schon rund um die Uhr per Mail, domian@wdr.de oder morgen dann ab 0 Uhr unter der bekannten Telefonnummer. Morgen ist ein besonderer Tag, das ist unser Thema morgen. Also wir reden dann über übermorgen. Bisschen kompliziert mit dem Morgen und übermorgen, aber ich glaube, so ist es dann auch klar geworden. Herzlich willkommen, Markus. Markus ist... Hallo Jürgen. Ja, Markus.
Du bist aber ein ganz schneller. 26. Genau. Um was geht's, Markus? Und zwar geht's um Folgendes. Das ist und zwar um mein Sexualleben oder besser gesagt nicht vorhandenes Sexualleben mit meiner Lebensgefährtin. Mhm. Und zwar ist das irgendwie in den letzten anderthalb Jahren, ein Dreivierteljahren, so wenig geworden, dass man das an einer Hand abzählen kann. Oh weia, das ist nun wirklich sehr wenig. Wie lange seid ihr zusammen? Seit 3 Jahren jetzt genau. Und das war in der ersten Zeit besser? Das war in der ersten Zeit sogar mehr als besser, nenne ich das einfach also mal. Also perfekt was? Ja, das ist so, dass wir fast täglich Sex hatten und... Hat das dann so allmählich nachgelassen oder abrupt? Nee, das ging abrupt auf einmal und... Wer will denn und wer will nicht? Also ich würde gerne und sie anscheinend nicht, weil wenn man irgendwelche Annäherungsversuche startet, dann wird das direkt dementiert, also direkt eine abgeblockt will ich das nicht nennen. So schlimm ist es nicht, aber man merkt schon, dass da kein Interesse ist. Mhm. Wie weit geht es denn? Geht das Interesse denn so weit, dass ihr zumindest so zärtlich miteinander noch umgeht und Kontakt habt? Oder will sie das auch nicht? Also in letzter Zeit ist das schon wirklich extrem, dass wir uns also Zärtlichkeiten, ich meine, wirklich viel haben wir davon nicht. Ich meine, das ist auch daher bedingt, dass ich nachts unterwegs bin auf der Arbeit. Was machst du? Ich bin LKW-Fahrer. Ja. Und tagsüber, wenn ich halt zu Hause bin, dann muss meine Frau arbeiten. Mhm. Und am Tag sehen wir uns dann halt 2 Stunden, wenn sie Feierabend hat. Mhm. Und dann haben wir halt das Wochenende. Ja, das ist natürlich wirklich für eine Beziehung eine schwierige und belastende Situation. Ich meine, am Anfang war es ja noch schlimmer. Da war ich immer die ganze Woche unterwegs und... Aber dann ging es trotzdem. Ne, und das hat halt super funktioniert. Das ist auch, sie ist super gerne mit mir mitgefahren, was jetzt auch nicht mehr ist. Und aber wie, ich kann mir dennoch sicher sein, dass es da irgendwie nicht was mit einem anderen Kerl zu tun hat, weil das glaube ich ihr schon, weil sie sagt auch, sie möchte mit mir zusammenbleiben. Sie sagt auch, sie möchte Familie mit mir haben. Also ihr habt noch kein Kind? Nee, wir haben noch kein Kind. Wenn du sprichst sie darauf an, was mit ihr los ist? Ja, ich weiß nicht. Ich traue mich nicht so wirklich, mit ihr darüber zu sprechen. Ich habe irgendwie Angst, dass ich sie damit verletze oder unter Druck setze. Oder also, dass sie sich fühlt, als würde ich sie unter Druck setzen. Ja, finde ich. Aber nach 1,5 Jahren ist das dein gutes Recht zu fragen, Markus. Finde ich, das gute Recht hat man schon nach ein paar Wochen eigentlich. Wenn das so eine komische Situation für euch beide ist und das so sich unterscheidet zu früher, muss ja irgendwas, das hat ja seinen Grund, seine Ursache. Und ich finde, dass man in einer engen Freundschaft, Partnerschaft, Liebe, dass man das offen besprechen muss sogar. Ja, ich meine, ich bin ja mittlerweile echt am Verzweifeln, weil das ist ja nicht nur das Sexuelle. Es ist ja auch so, dass sie sich in letzter Zeit irgendwie tierisch gehen lässt. Zum Beispiel ist das früher gewesen, dass sie mindestens alle 2 Tage unter die Dusche gegangen ist und sich an der Beine rasiert hat, den Schambereich rasiert hat, unter den Armen rasiert hat. Hm. Und spätestens alle 2 Tage halt auch duschen gegangen ist und das ist jetzt halt nicht mehr so. Also wenn es hochkommt, geht sie noch einmal die Woche unter die Dusche und rasiert sich gar nicht mehr. Mhm. Und das sind aber alles schlimme Anzeichen, sage ich dir. Ja, und das hast du auch noch nicht angesprochen? Nee, wie gesagt, ich traue mich da nicht so wirklich, weil ich halt Angst habe, sie damit irgendwie zu verletzen und das Ganze nur noch schlimmer zu machen. Nee. Finde ich nicht. Ich finde, das musst du ansprechen. Das ist sogar fast deine Pflicht, finde ich, in einer Partnerschaft. Das musst du ansprechen. Das ist zwar immer ein bisschen peinlich, sowas, im ersten Moment, aber das muss man machen. Weil irgendwas stimmt gravierend da nicht. Und da muss sie sagen, sie muss Farbe bekennen, was los ist. Ob sie sich langweilt mit dir, ob sie, ja, du meinst, du bist sicher, dass kein anderer im Spiel ist, offensichtlich, wenn sie sich gar nicht mehr wäscht. Dann würde sie sich ja mehr rausputzen, wenn jemand anders im Spiel wäre. Eben. Ja. Was macht sie beruflich? Sie arbeitet im Büro. Ja. Und da muss sie nicht, dann duscht sie sich nicht jeden Tag? Nö, jeden Tag nicht. Also, ich weiß nicht, das ist auch eine ganz komische Sache. Ich habe im Dezember 3 Wochen Urlaub gehabt. Mhm. Und in diesen 3 Wochen, da war es fast so, als wären wir frisch verliebt gewesen. Ne? Und da hat es funktioniert. Wir haben den ganzen Tag aneinander geklebt und konnten nicht voneinander lassen. Ach so, da lief das mit dem Sex? Ja, zwar auch nicht so viel. Mhm. Also in den 3 Wochen hatten wir 2-mal Sex. Mhm. Aber
dieses Drumherum. Mhm. Also ich finde halt, dass so eine Beziehung jetzt nicht nur der Sex gehört, sondern halt dieses Drumherum, das war natürlich halt so perfekt. Ja. Und kommt sie auch nicht mehr zurecht mit der Situation, dass du nachts immer arbeitest, nachts unterwegs bist, wie auch immer. Es hat seine Ursachen und die Ursachen müsst ihr beiden rauskriegen. Also ich sehe das aber schon kommen, wenn ich sie drauf anspreche, dann entweder blockt sie ab oder das artet wieder in irgendeinem Zoff aus, der dann eine Woche wieder irgendwie die Stimmung vermiest. Dann musst du ihr klar machen, dass du so nicht leben kannst und dass das für dich eine ganz unglückliche und unbefriedigende Situation ist. Ich meine, du bist ein Karl von 26, du hast doch Bock auf Sex. Ja, sicher, ja. Aber ich habe halt auch Angst, wenn ich sie drauf anspreche, wenn ich mit ihr drüber reden will und dass es halt nachher so weit kommt, dass sie sagt, wenn du nicht damit klarkommst, dann geh doch. Oder dass sie mich verlässt und das will ich auf gar keinen Fall. Markus, wenn die das sagt, dann ist die Sache sowieso völlig tot. Und glaub mal bloß nicht, dass durch dein Schweigen und dein Überschweigen die Sache sich regelt. Das ist ein Trugschluss. Du kannst letztendlich nur gewinnen, indem du das ansprichst. Gewinnen in dem Sinn, dass du eine Klarheit kriegst. Und wenn die Klarheit vielleicht sogar eine bittere Wahrheit ist. Also ich meine, ich habe es ja jetzt auch schon durchs Hintertürchen quasi probiert. Ich habe ihr zu Weihnachten einen Dessous-Gutschein geschenkt, wo sie halt sich halt Dessous hätte kaufen können, was sie immer noch nicht gemacht hat. Mhm. Und ich sag ihr, dass sie wunderschön ist, dass sie für mich halt sehr attraktiv ist und dann kommt immer auch dieses, ich bin zu fett und mich mag eh keiner. Mhm. Das noch dazu. Ist sie denn ein bisschen moppelig? Also ich finde überhaupt nicht. Ja, aber wie viel wiegt sie? Sie ist groß, so circa 1,78 und hat so circa 75 Kilo. Ja, okay. Noch im grünen Bereich, ne? Ja, sicher. Also wie gesagt, da ist nicht zu fett. Ja, gut, das empfindet sie so und da scheint ja irgendwie eine grundsätzliche, vielleicht eine Grundunzufriedenheit bei ihr zu sein. Lebensunzufriedenheit vielleicht sogar. Das geht nur, indem ihr quatscht, Mensch. Das geht nicht anders, Markus. Da musst du dir wirklich jetzt ein Herz fassen und musst sie ansprechen. Auch mit dem Hintergrund, das sage ich auch oft hier in dieser Sendung, wenn sich das so verhakt hat zwischen Pärchen, geht zu einer Partnerberatung. Wenn ihr das alleine nicht schafft. Das ist immer ein guter Weg, weil ein objektiver Mensch daneben sitzt und der das alles ordnen kann, was ihr vielleicht gar nicht schafft. Ja, und sowas habe ich auch schon gedacht. Nur dazu kommt noch, dass ich wohne in Aachen. Ja. Und da bin ich wegen ihr vor 2 Jahren hingezogen. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob es da sowas gibt. Mit Sicherheit gibt es da. Können wir gleich mal rausgucken hier. Mit Sicherheit gibt es das da. Mit Sicherheit. Das kannst du ihr dann ja auch noch vorschlagen. Wenn du nicht weiterkommst, dann kannst du ihr das ja vorschlagen. Mit dem Hintergrund, dass du sagst, Mensch, ich möchte die Beziehung weiterführen, ich liebe dich, aber so kann ich das nicht. Du musst ihr einfach klar machen, dass sie auch was tun muss. Im Moment scheint die Dame sich ja einfach wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, nur gehen zu lassen. Ja. Hängen zu lassen. So, und das ist immer der Tod einer Beziehung, über kurz oder lang. Immer. Wenn das so weiterläuft, bist du sowieso in 2 Jahren, oder ich weiß nicht, welche Zeit man benennen soll, bist du weg. Irgendwann wirst du ausbrechen. Dann nervt dich das so sehr, dann gehst du fremd und weiß ich was. Ja, du musst das alles verbinden mit Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe dich jetzt nicht extra gefragt, ich gehe davon aus, dass du die Frau schon sehr liebst noch. Ja, sicher. So, das Ganze musst du immer mit einer Liebeserklärung verbinden. Dass sie merkt, dass sie kapieren soll, dass du ihr nicht böse willst oder sie irgendwie penetrant unter Druck setzt, sondern dass das ein Ausdruck der Liebe ist, dass es so nicht weitergeht. Mhm. So, und jetzt werden wir dir gleich mal ein paar Anschriften in Aachen geben. Da gibt's hundertprozentig sowas, natürlich. Gut, das ist sehr toll. Markus, dann legst du auf und die Anja, meine Psychologin, ruft dich an und ich finde, du musst den Mund aufmachen. Ich werde es versuchen. Ja, toi toi toi, mein Lieber. Danke, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Christina ist hier. Christina ist 35. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Hallo, Christina. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, es geht vorrangig um meinen Freund, der vor 11 Tagen jetzt leider gestorben ist. Wie lange wart ihr zusammen?
Knapp 5 Monate erst. Ja. Also es war alles noch ganz frisch und... Hat er einen Unfall gehabt, oder? Nee, er hatte Diabetes. Wie alt ist er geworden? 36. Ja. Das ging dann ganz schnell, oder? Ja. Also von dem, was ich jetzt im Nachhinein gehört habe, ist das wohl mit einem Zuckerschock, das geht von jetzt auf gleich. Also er soll wohl beim Kaffeetrinken einfach vom Stuhl gefallen sein. Und ist dann schon verstorben? Ja, ins Krankenhaus noch kurz gekommen, aber da konnte man schon nichts mehr machen. Wie tief und eng war deine Verbindung zu diesem Mann? Kann man schwer sagen. Also schon eine sehr enge, herzensmäßige Verbindung, obwohl wir uns noch so wenig kannten. Also wir haben uns kennengelernt, wo ich auf einer Reise war im Elsass. Wir wohnen an zwei verschiedenen Orten, knapp 650 Kilometer voneinander entfernt. So weit auseinander. Ja. Das ist natürlich erschwerend. Und dann kam noch dazu, dass er noch eine Freundin hatte. Ach, er hatte auch noch eine Freundin? Ja. Bis zum Schluss? Nein, er hat sich vor 6 Wochen von ihr getrennt. Gott, wie tragisch. Und dann ist er vor 11 Tagen gestorben. Ja. Er hat sich getrennt für euch? Er hat sich getrennt auch. Auch, ja, also auch. Weil die Beziehung wahrscheinlich sowieso kaputt war. Und ja, die Beziehung war wohl schon länger im Argen und... Ich denke mal, es hat einfach den Absprung natürlich leichter gemacht, dass dann jemand Neues da ist. Ich gehe mir davon aus, dass du mit seinem Umfeld, Familie und so, noch gar nicht viel Kontakt hattest. Null. Wie hast du das dann überhaupt erfahren, dass er gestorben ist, wenn du so weit weg warst? Seine Ex-Freundin hat an dem Tag ihre letzten Möbel aus seiner Wohnung holen wollen und war dann wohl leider dabei, als es passiert ist. Und die haben dann eben sein Telefon genommen, um Leute anzurufen. Und sie hat dann in dem Telefon halt meine SMS gefunden. Ach so. Und dann hat die dich angerufen? Ja. Und sie war ganz außer sich. Also einfach, ja, todtraurig und hat eigentlich nur geschluchzt. Und wusste die, dass du... Nein. Konnte die das aus der SMS nicht raussehen? Doch, also sie hat dann, also nicht nur eine SMS, sie hat dann wohl einige SMS gefunden und hat daraus dann ihre Schlüsse gezogen. Und gab es dann auch mehrmals gesagt, dass sie ja von mir gar nichts wusste. Und dass sie natürlich das auch noch geschockt hat zusätzlich jetzt. Aber gab es dann in dieser Trauer auch noch eine Wut bei ihr auf dich? Nee, ich glaube das nicht. Also in dem Augenblick nicht. Hast du denn dann danach mit irgendjemandem nochmal telefoniert? Ja, ich habe danach die Nummer von seinem besten Freund ausfindig machen können. Das war der Einzige, mit dem er über mich geredet hat, der also wusste, dass ich überhaupt existiere. Und mit dem habe ich dann auch 2-mal telefoniert und mir noch SMS geschickt. Und das heißt, du warst gar nicht bei der Beisetzung dabei? Nee. Und ja, es ist alles einfach sehr, sehr abstrakt noch immer, ja, weil es eben so weit weg ist. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ganz irreal irgendwie. Das ist 600 Kilometer weg und das ist noch so frisch gewesen und es gibt kaum Verbindungen zu seinem Leben und nun plötzlich ist dieser Mensch weg. Ja. Plötzlich weg. Du konntest nicht Abschied nehmen, konntest bei der Beerdigung nicht dabei sein. Ich habe einen Brief an seine Mutter geschrieben und habe den noch nicht abgeschickt, weil sein bester Freund eben meinte, ja, ich glaube, die weiß noch gar nichts von dir, die weiß ja gar nicht, dass du existierst. Und was soll ich da jetzt schreiben, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich platze dann da auch noch mit rein wie eine Bombe und die haben mit ihrer eigenen Trauer genug zu tun, das ist alles schrecklich genug. Also das für mich das Schrecklichste ist, dass er auch noch eine Tochter hat, die gerade 7 Jahre alt ist. Und das wusstest du auch nicht? Das wusstest du Doch, auch nicht? Natürlich wusste ich das, das wusste ich. Also ich wusste von seinem Umfeld schon einiges, aber... Wiederum hatte er sich ja von seiner Freundin offiziell getrennt. Richtig. Das heißt also für die Familie, für die Eltern... Kann das ja dann nicht so schlimm sein, wenn sie erfahren, dass es da schon auch eine neue Frau gab?
Weiß ich nicht. Das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen. Das ist ein 600-Seelendorf im Schwarzwald. Mhm. Ich denke, der ist da aufgewachsen, hat da gelebt mein Leben lang. Da kennt jeder jeden. Was meint denn der beste Freund? Was für einen Rat gibt der dir denn? Also er hat mir eigentlich auch jetzt keinen Rat geben können. Er war selber auch zu getroffen. Das ist dann immer ganz schwer. Ich kenne den ja auch nicht. Wir haben halt telefoniert, aber das ist dann immer alles sehr gefühlsbeladen. Und er ist halt auch einfach todtraurig und auch wütend. Und er hat einfach nur gesagt, wenn ich kommen möchte, bin ich herzlich willkommen. Ja. Warum ist er wütend? Weil es nicht hätte sein müssen, wenn mein Freund besser aufgepasst hätte. Ach so. Das heißt, er hat irgendwas versäumt, da Medikamente einzunehmen, oder? Ja, oder sich nicht rechtzeitig gemessen oder so. Ach so. Das macht das Ganze ja noch dramatischer. Ja. Das heißt, wenn er sorgsam auf sich geguckt hätte, glaubt der beste Freund. Ja. Aber er war Diabetiker. Ja. Und er war das wahrscheinlich dann schon sehr lange. 6-7 Jahre. Das heißt, er war vertraut mit der Erkrankung und wusste Bescheid. Ja. Ist er denn leichtfertig manchmal damit umgegangen? Ich weiß es nicht. Wenn er bei mir war, hat er 2-mal am Tag kontrolliert. Mehr habe ich davon nicht mitbekommen. Und ich kann natürlich auch nicht verstehen, dass seine Freundin, mit der er 5 Jahre zusammengelebt hat, dass sie dabei ist und nichts machen kann. Also dann denke ich auch, in dem Augenblick müsste noch irgendwo Spritzen liegen oder man müsste wissen, was zu tun ist in so einem Augenblick. Aber da müsste man sich mal medizinisch erkundigen, ob man in dem Moment dann überhaupt noch was tun kann, wenn es dann schon passiert ist. Ja. Also das ist jetzt so tappen wir im Nebel. Ne? Das ist ja, absolut. Aber was ich, wenn ich mich in deine Situation versetze, mir gut vorstellen kann, ist, dass da vielleicht schon eine Sehnsucht ist, noch mehr zu erfahren. Ja, und natürlich. So hast du nur diese eine Verbindung zu dem Freund. Ja, willst du denn hinfahren zum Friedhof? Ja, das werde ich machen, ja. Ja. Also die Beisetzung hat auch für mich sehr merkwürdig wohl nur im ganz, ganz engsten Familienkreis stattgefunden, sodass sogar dieser beste Freund nicht eingeladen war. Warum? Und er mir erzählte irgendwie so, sie würden dann mit den Freunden irgendwie danach dahin gehen. Ich weiß es nicht, warum. Ich weiß es nicht. Also ich verstehe es auch nicht. Aber das muss wiederum der beste Freund doch einschätzen können, was das ist. Der kennt doch die ganze Familie, die Umstände. Ja, das wird er mir dann vielleicht erklären können, wenn ich da bin. Mhm. Ist, wie gesagt, am Telefon einfach auch schwierig, wenn man Menschen gar nicht kennt. Ja, ja. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage mit deinem Brief an die Eltern. Beide Eltern leben noch. Beide Eltern leben noch, sind aber getrennt, schon lange getrennt. Und der Brief geht an die Mutter. Ja, erstmal, weil die im Prinzip unter derselben Adresse gewohnt hat. Ich weiß nicht, wo der Vater wohnt. Man kann auf der einen Seite so denken, wie du bisher gedacht hast, dass du da nicht noch mehr Unruhe reinbringen willst in alles. Andererseits kann man vielleicht auch denken, dass die Mutter vielleicht sogar sehr interessiert ist, mit wem ihr Sohn zum Schluss so engen Kontakt hatte. Ja. Vielleicht ist es für sie auch in irgendeiner Weise tröstlich, auch wieder noch etwas Neues zu erfahren. Und für dich wäre ein gutes Gespräch mit der Mutter ja sicher auch gut. Ja, das wäre schön, ja. Wenn das noch zustande käme. Ich tendiere dazu zu sagen, dass du den Brief abschicken solltest. Du hast ja nichts, ihr habt ja nichts Schlimmes getan. Du bist ja nicht irgendwas Fürchterliches, was er geheim gehalten hat in seinem. Gut, er hat es geheim gehalten, aber es ist ja keine Schande, dass er eine Freundin hatte. Und vor allen Dingen hatte er sich ja nur auch getrennt von seiner Ex-Beziehung. Ja, gut, ich sag mal, im schlimmsten Falle, wenn die andere Freundin schon als Schwiegertochter gehandelt wurde, natürlich, weiß man natürlich nicht. Gut, dann aber kann vielleicht das natürlich sein, dass das jetzt die Frau ist, die da reingeplatzt ist und das Ganze kaputt gemacht hat. Man weiß das alles nicht. Auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, ich hab ja eigentlich nichts zu verlieren. Also das überhaupt nichts. Schlimmstenfalls, entweder reagiert die Frau vielleicht gar nicht, oder sie schreibt dir irgendetwas Ungehöriges zurück, oder es fügt sich so, dass ihr sogar gut ins Gespräch kommt, und das wäre sicher für dich wäre das sicher sehr, sehr richtig. Ich habe halt das Gefühl, dass es schön wäre, wenn das vorher geklärt wäre, bevor ich hinfahre. Weil ja, natürlich. In einem kleinen Dorf. Ja, ja. Ich werde da auffallen wie ein bunter Hund. Also da wird jeder drängt fremdes Kennzeichen und so. Ja.
das wird sicher Geräte geben. Ich könnte mir vorstellen, dass diese kurze Affäre jetzt, du hast es gerade ja auch gesagt, also nicht nur jetzt der Tod, sondern alles insgesamt wie so ein irrealer, wie so ein Film irgendwie vor dir steht. Ja. Und du stehst mit deiner... Das ist wirklich, dass ich manchmal denke, ich bin im falschen Film. Das ist alles gar nicht wahr. Und du bist sehr traurig. Ja. Natürlich, ja. Ja, auf der anderen Seite habe ich ein sehr, sehr gutes Umfeld. Also das, ja, muss ich auch nochmal sagen, sehr, sehr gute, enge Freunde, tolle Kollegen. Also das macht es sehr viel einfacher. Und ich habe jetzt auch schon einen Termin bei einer Psychologin vereinbart. Ah ja. Einfach wie oft die Sicherheit. Ja, wie oft habt ihr euch denn in diesen 5 Monaten eigentlich gesehen? Einmal im Monat haben wir uns gesehen. Ach so, das war alles nicht wenig, nicht viel. Nicht viel, ja, aber wir haben jeden Tag von morgens bis abends SMS und telefoniert. Also das ging morgens los mit einem Aufwachen und wie geht's dir und der gute Morgenkuss bis zum Abend durch. Also. Wie verliebt das so machen. Ja. Es tut mir sehr leid, Christina. Sehr leid. Ja. Sehr, sehr leid. Ich würde das mit dem Brief machen. Ich würde es machen. Ja, ich würde es machen. Ich hatte ja gestern schon angerufen. Und was ich auch nochmal ansprechen wollte, ich weiß nicht, inwieweit ihr das gestern in der Nachbesprechung noch gehabt habt. Ihr hattet gestern einen Anruf von einer Frau, dieser Anna, die erzählte, dass ihr Mann wohl jemanden vor Jahren totgefahren hätte. Ja. Im betrunkenen Zustand. Mhm. Und ich war eigentlich ganz geschockt im Nachhinein, dass sie auch sagte, sie hätte das die ganze Zeit verborgen gehalten, mit niemandem drüber geredet. Und ich dachte dann ich die ganze Zeit an das Opfer, also beziehungsweise an das Umfeld des Opfers, die nie erfahren haben, unter welchem Umstand derjenige da zu Tode gekommen ist und wer daran schuld war. Das ist ein sehr richtiger Hinweis. Darüber haben wir nämlich gar nicht gestern gesprochen, weil so viel aus dem Leben der Anruferin hochkam, dass wir das Opfer vergessen haben. Ja, das fand ich ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Und ich dachte so, ich meine, den Kindern gegenüber was zu verbergen oder so, ja, aber ich glaube, aber das muss doch für die Zurückgebliebenen ganz schrecklich sein, wenn da jemand bei so einem Unfall ums Leben kommt und nie herauskommt, warum und wer. Und ja. Ich glaube, dass die Anruferin, so wie sie mir gestern erschien, auch sehr belastet hat, wie die ganze Angelegenheit sie sehr belastet hat. Aber es ist ein sehr guter Hinweis, dass du es erwähnst, weil wir es gestern nicht thematisiert haben. Dafür danke ich dir, Christina. Falls ihr es vielleicht nochmal hört, oder? Genau. Ja. Ich danke dir vielmals und ich glaube, du bist ja psychologisch ganz gut versorgt. Ja. Oder möchtest du auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin? Vielleicht ein kurzes, weil ich bin mir halt nicht sicher, ob ich da jetzt eine richtige Adresse habe. Okay, dann machen wir das so und dann wirst du gleich von Anja zurückgerufen. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema. Morgen. Morgen heißt unser Thema, morgen ist ein besonderer Tag. Und ich frage euch, ob, also von der heutigen Warte formuliert, übermorgen für euch etwas ganz Besonderes ansteht. Eine Entscheidung, eine besondere Entscheidung oder vielleicht ein einschneidendes Ereignis, eine Operation, eine Gerichtsverhandlung, eine besondere Verabredung oder eine Begegnung. Also morgen heißt das Thema, morgen ist ein besonderer Tag. Darüber möchte ich gerne mit euch reden. Und wenn ihr gerne auch mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ab 0 Uhr, wie immer unter unserer bekannten Nummer oder mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Annika, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Annika, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich bin aber ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Ja, verstehe ich. Ist aber gleich weg. Okay. Um was geht's, Annika? Ich bin seit etwas über 4 Jahren in einer Beziehung mit meinem Freund halt und habe seit Januar eine Affäre mit jemandem, den ich im Internet kennengelernt habe. Und also ich kann eigentlich gar nicht sagen, wie das so alles angefangen hat. Also mein Freund hatte letztes Jahr einen schweren Autounfall und lag halt auch 2 Wochen im Krankenhaus schwer verletzt. Und das war eigentlich so der Zeitpunkt, an dem ich mir gedacht habe, jetzt weiß ich eigentlich, wie sehr du diesen Mann liebst. Und irgendwann
lies es halt so ein bisschen nach, weil er durch diese ganze Sache eigentlich ein bisschen abgestumpft ist. Also er wurde emotional kühler und ist nicht mehr so auf mich eingegangen und so. Und ist klar, dass das nach 4 Jahren nicht mehr so ist wie am ersten Tag. Ja. Aber meinst du, dass die Verletzungen, hat er Gehirnverletzungen? Nee, ja, also er hatte halt eine Amnesie, aber es war einfach, es waren so die ganzen Umstände. Er hat dadurch schwerer Schock. Ja, genau, also es war sein Auto, er ist aber nicht gefahren, sondern ein Freund von ihm und er hat dadurch eigentlich auch eine Menge Freunde verloren und ist er denn jetzt wieder richtig gesund? Ja. Körperlich? Ja, also er hat noch ein paar Probleme mit dem Rücken, weil er halt auch gebrochene Wirbelfortsätze hatte und Rippen und so. Aber irgendwie auf jeden Fall ist eure Beziehung abgekühlter. Richtig, also war das denn vor dem Autounfall auch schon so andeutungsweise? Eigentlich nicht. Also es ist halt so, dass mir das gezeigt hat, wie sehr ich ihn eigentlich liebe. Also das war dieses, du hättest ihn dadurch auch verlieren können. Mhm. Aber bei ihm war das irgendwie so mehr oder weniger das Gegenteil. Also ihn hat das sozial abgestumpft und nicht nur bezogen auf dich, sondern so generell. Richtig, generell eigentlich. Also er war noch nie so der soziale. Total soziale Mensch, er war immer recht schwierig. Wie absurd, das heißt, dieser schwere Unfall hat dich irgendwie noch mehr aufgerüttelt, dass du ihn so sehr liebst. Eigentlich und, schon. Und der Effekt davon ist aber, dass ihr euch entfernt habt, weil er sich verändert hat. Ja, so ist es. Also bei mir war es so, dass ich ihm immer näher sein wollte und er ist aber abgekühlt dadurch und so, unemotional geworden. Und das hat mich dann in die Arme eines anderen getrieben. Und mit ihm, also mit demjenigen, mit dem ich da diese Affäre habe, mit dem kann ich eigentlich auch das ausleben, was ich mit meinem Freund nicht ausleben kann. Weil, was wäre das? Ja, ich sag jetzt mal Tendenzen zu SM und das habe ich mit meinem Freund auch schon besprochen, aber nie gelebt. Ja, also wir haben es ausprobiert, aber er hat das damals nur mir zuliebe gemacht. Verstehe, dann geht das nicht. Genau, also er hat das nur mir zuliebe gemacht, hatte da aber selber keine Freude dran. Da habe ich mir auch gedacht, das hat keinen Sinn. Diese Affäre, ist das jetzt eine reine Sexgeschichte oder bist du auch verliebt in den? Ich glaube, ich bin auch verliebt in ihn. Wie oft siehst du den? Wir haben uns bisher 2-mal gesehen. 2-mal? Und das, also es war jetzt seit Januar 2-mal. Ist der in der Gegend von dir? Nee, er ist in Niedersachsen. Und du? Ja, in NRW. In NRW. Im Hochgebiet, ja. So, jetzt ist das klassische Problem. Da ist eine Beziehung, eine altgediente Beziehung. Ja. Und da bricht einer aus und hat eine Affäre. Und schweigt. Richtig, aber also ich meine, eigentlich will ich das auch nicht, weil ich möchte die Beziehung zu meinem Freund, möchte ich schon retten. Und ich habe mit ihm vor 3-4 Wochen ungefähr auch darüber gesprochen, dass er halt so emotional total abgekühlt ist und dass ich ihn eigentlich anders kennengelernt habe. Und ich habe ihn gefragt, ob er mich nicht mehr liebt oder und? Ob ich ihn sexuell irgendwie gar nicht mehr, kann ja auch sein. Ja, klar. Halt, ja. Ne? Und was sagte? Nee, und er meinte, nee, ich liebe dich noch und so. Und ich glaube ihm das auch, weil manchmal kann er unheimlich süß sein, aber zwischendrin ist einfach diese emotionale Kälte und das ist, als ob er so eine Mauer um sich herum baut. Und also du hängst in einem Dilemma. Ja. Du willst ihn eigentlich haben und du willst weiter diese Beziehung führen, bist aber unzufrieden und und das andere gefällt dir auch sehr gut, was du da jetzt erlebst. Ja, also es kann natürlich sein, dass mir das nur so gut gefällt, weil weil es halt was Neues ist. Ne? Weil wenn irgendwas Neues, dann ist es ja immer aufregend. Und also ich habe so Phasen zum Beispiel, in denen ich denke, wenn mein Freund mich jetzt fragen würde, ob ich ihn heiraten würde, dann würde ich sofort ja sagen. Aber es sind Phasen nur. Ja, also es sind so Phasen, wo ich denke, du würdest sofort ja sagen, oder Phasen, in denen ich irgendwie denke, hat das überhaupt noch einen Sinn? Und was würde der tun, wenn du ihm das beichten würdest? Oh, ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Wäre damit, ich frage es deshalb, wäre damit die Chance verbunden, ihn vielleicht aufzurütteln? Ich meine, das wär ein ganz herbes Warnsignal, was darüber käme. Ja, also ich denke, ich würde ihm nicht die ganze Wahrheit dann sagen wollen. Insofern, ja, ich bin wirklich hingefahren und wir hatten was miteinander, sondern also es ist wirklich so, dass ich ihm gesagt habe, ja, da interessiert sich jemand für mich, aber er hat es hingenommen. Ach, das hast du schon gesagt?
Ja, also das war aber vorher schon mal gewesen. Ach so. Also es gab wirklich jemanden, der sich halt für mich interessiert hat, aber ich mich halt nicht für ihn. Ach so. Und ich hatte ihm das gesagt, aber er hat das halt wahrgenommen, aber... Nicht so ernst. Er hat das nicht so ernst genommen. Gut, aber das würde er jetzt ernst nehmen, wenn du sagen würdest, hier so und so, dass, wenn du ihm jetzt wirklich klar sagen würdest, das und das ist passiert. Ja, aber... Ich habe nur einen anderen Aspekt, nur ein anderes Bedenken. Wenn du mir erzählst, dass du in Ansätzen SM interessiert bist... du bist 23, da können die Ansätze auch erst die Anfänge sein, dass sich da vielleicht noch mehr entwickeln könnte. Und dein Freund diesbezüglich null gepolt ist. Ja. Ist das ein großes Problem? Ein fast unüberbrückbares Problem? Weil du das, weil du wahrscheinlich die Sehnsucht danach hast und du kannst es aus niemandem heraus zwingen. Ja. Du kannst niemanden dazu zwingen. Wenn man da keine Lust drauf hat, hat man da keine Lust drauf. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ja gut, also ich hatte das schon vor 3 Jahren ungefähr bemerkt und ich habe jetzt 2 Jahre oder 2,5 Jahre, wie auch immer, gut damit gelebt, das nicht auszuleben. Mhm. Also deswegen wäre jetzt meine Frage, wie stark ist das? Könntest du das für die Liebe, für deine Beziehung weiter unterdrücken und sagen, das ist mir nicht so wichtig? Oder, wenn du ganz objektiv oder ganz, ganz streng in dich hineinguckst, gestehst du zu, dass das schon ein starker Drang ist, der da wabert in dir? Also, ich glaube, ich muss mir selber erstmal klar darüber werden, ob mich das nur so reizt mit dem SM, weil das jetzt was Neues ist, was ich halt nicht kenne. Mhm. Annika, die Sendung ist gleich rum. Ich möchte aber ganz schnell noch was sagen. Ich finde, in Anbetracht dessen, was du mir so erzählt hast, finde ich ein Outen, ein Beichten in dem Falle richtig. Vielleicht bringt das wirklich die Chance mit sich, dass der Knabe aufwacht. Meinst du denn, ich soll ihm wirklich alles erzählen? Ja, wenn schon, denn schon. Mit der Option, aber dass du gerne, wenn das wirklich so ist, dass du bei ihm bleiben möchtest. Dass du es aus Not getan hast, weil du nicht anders konntest. Jetzt kann ich nicht anders und muss abbrechen. Wir rufen dich aber gleich nochmal an, okay? Alles klar, danke. Tschüss. Dann. Ihr Lieben, in der Technik, Gero Kuntermann. Unser Thema morgen heißt, morgen ist ein besonderer Tag. Was für ein besonderer Tag ist bei euch übermorgen?